Hola aus Marbella. Borussia Dortmund hatte heute am Mittwochvormittag wieder trainiert und es gibt einige gute Nachrichten beim Personal. Thomas Delaney und auch Jakob Brünn-Larsen haben die volle Einheit mitgemacht, sind also wieder dabei, wirklich komplett ins Mannschaftstraining einzusteigen und dementsprechend können sich vorbereiten und fit machen für den Rückrundenstart. Sieht bei den beiden also gut aus. Im ersten Teil des Trainings waren auch Paco Alcácer dabei und dann Axel Zagadou. Die haben aber dann nicht das komplette Einheit mitgemacht, sondern sind dann nach einer gewissen Zeit wieder vom Platz gegangen. Alcácer hat sich dann nochmal irgendwie ins Bein gefasst, scheint also noch nicht wirklich problem- und verletzungsfrei zu sein. Mal schauen, wie es da in den nächsten Tagen weitergeht. Weiter gefehlt hat Marco Reus. Seit Sonntag, nach der Vormittagseinheit, als er über Magenprobleme geklagt hat, fehlt er beim Training. Scheint also doch irgendwie ein bisschen komplizierter zu sein, die Geschichte. Ansonsten standen heute neben den gewohnten Passübungen auch Duelle, direkte Duelle auf dem Programm. 2 gegen 2, 4 gegen 4 mit Torabschluss. Und da war schon ordentlich Pfeffer drin. Da ging es richtig zur Sache. Der BVB trimmt sich weiter für den Rückrundenstart. Ein Thema am Rande, natürlich die angeblich das bestätigte Interesse von Borussia Dortmund an Gladbachs Thorgan Hazard. Der BVB möchte den Spieler eventuell holen, ist sicherlich einer von vielen Kandidaten, die an Hazard Interesse haben. Da wird man in den nächsten Wochen und Monaten sehen, wie sich das entwickelt. Hazard selber, so hören wir aus Mönchengladbach, kann sich vieles vorstellen, kann sich vorstellen, Gladbach zu bleiben. Er möchte gerne Champions League spielen, wenn das mit der Borussia vom Niederrhein geht, wäre das eine Option, dort zu bleiben. Gladbachs Manager Max Eberl hat aber klar gesagt, wenn Hazard seinen Vertrag, der im Jahr 2020 ausläuft, nicht bis zum Sommer verlängert, dann würde man ihn gehen lassen, um noch eine hohe Ablöse einzustreichen. Ob dann 40, 50 oder vielleicht sogar noch mehr Millionen aufgerufen werden, das werden die nächsten Wochen zeigen. Sicherlich ist, dass es nicht nur den BVB gibt, der an dem Spieler ein großes Interesse hat.